4 Minuten und 52 Sekunden mussten die Fans der FBI VU Feldkirch warten, bis sie zum ersten Mal in der neuen Saison einen Treffer ihrer Mannschaft bejubeln durften. Draschkowitz legte quer und Winzig war zur Stelle. Feldkirch führte gegen Gröden mit 1:0. Den Fans gefiel es natürlich und die Hausherren machten in derselben Tonart weiter. Fekete zwar alleine unter 4 Roten, aber mit dem kühlen Kopf erneut war die Scheibe im Tor. Die FBI VU lag nach 13 Minuten mit 2:0 in Front. Dann aber erstmals die Gäste aus dem Südtirol. Der HC Gröden erstmals nach knapp 18 Minuten wirklich gefährlich. Pitschiller nützte schlussendlich den Rebound. Neuer Spielstand 2:1. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts hatten die Montfortstädter dann aber noch einen Mann mehr auf dem Eis. Feldkirch nutzte die numerische Überlegenheit. Winzig bediente Draschkowitz und die VU führte 3:1. Die Fans hatten allen Grund zu feiern. Im zweiten Abschnitt startete die VU erneut besser, knapp 6 Minuten waren rum, da klingelte es erneut. Rina war zur Stelle, die Hausherren lagen mit 4:1 in Front. Die 1114 Zuschauer in der Vorarlberghalle waren entzückt und sie sollten noch über einige weitere Treffer jubeln dürfen. Denn nur eine Minute nach dem 4:1 waren die Gastgeber schon wieder erfolgreich. Ratz nahm die Scheibe mit vollem Risiko und schon zappelte das Hartgummiteil wieder im Netz. VAU 5, Gröden 1. Dann besannen sich die Südtiroler aber ihrer Stärken. Der HC Gröden wehrte sich nun, Burzaka löste Demetz im Kasten ab und vorne ging es plötzlich ebenfalls. Schreiball traf im Nachsetzen und verkürzte auf 5:2. Die Gäste nun mit Selbstvertrauen, die VU in der Defensive zu lasch, Stanley spazierte durchs Drittel und Kostner staubte ab. Spielstand nach 33 Minuten nur noch 5:3. Im letzten Abschnitt durfte sich Senona in der Kühlbox ausruhen, die VU also in Überzahl und erneut wurde die numerische Überlegenheit gnadenlos ausgenutzt. Bock machte die Partie schnell, Grabermeier sah den freien Mann und Tomaschek schloss erfolgreich ab. Feldkirch führte mit 6:3. Dann ließ die Konzentration der Hausherren aber wieder etwas nach. Der HC Gröden war sofort zur Stelle, Fauster hier mit dem Haken und dem Schuss. Bock ließ die Scheibe aus und Benjamin Kostner nutzte dies. Die Südtiroler verkürzten auf 6:4. Die VU-Fans feierten dennoch, aber auf dem Eis wieder die Gäste im Angriff. Dieses Mal war es der andere Kostner, nämlich Fabio, der traf. Spielstand aus Sicht der VU nur noch 6:5. Coach Miloš Holan nahm ein Timeout. Danach legten die Hausherren wieder einen Gang zu. Tomaschek wurde gelegt und beim fälligen Penalty kannte der Angreifer dann keine Gnade, versenkte die Scheibe eiskalt und so führte die VU wieder mit 7:5. Der Käse schien gegessen. Aber die Gäste zeigten ein großes Kämpferherz. Stanley entwischte der Feldkircher Abwehr, tankte sich durch und traf ebenfalls. 5 Minuten vor Schluss stand es nur noch 7:6. Die Gäste riskierten nun alles, nahmen den Goalie vom Eis und wurden für das Risiko belohnt. Erneut stand Stanley goldrichtig und traf 5 Sekunden vor Schluss zum 7:7. Overtime war also angesagt und in dieser sollte sich lange Zeit nichts tun. Erst kurz vor Schluss schnappte sich Scheiber das Puck, zog auf und davon und traf. Die FBI VU Feldkirch besiegte den HC Gröden, also 8:7. Ich glaube, wir haben ganz gut angefangen, haben gleich mal ein Powerplay überstehen müssen, also Unterzahl. Und dann sind wir in Führung gegangen und wir haben eigentlich gut gespielt, aber ich glaube, dass wir zum Schluss sind uns ein bisschen Kräfte ausgegangen. Wir haben hinten ein bisschen eine kurze Bank bei den Verteidiger. Wir haben gekämpft und ja, ich finde es schade, dass wir nicht die 3 Punkte geholt haben. Wir unterstützen Feldkircher Mannschaft, VU Feldkirch, schon ein paar Jahre. Und wir machen das gern, weil wir die Liebe zum Sport, die Liebe zum Verein haben. Ich gehe selber total gern zuschauen. Der Auftakt, ja, was will ich da sagen? Ich bin immer noch. Die Nerven sind immer noch fast kaputt, weil in der allerletzten Sekunde der Ausgleich, dann in allerletzter Sekunde der Sieg. Ich meine, besser kann ein Auftakt nicht sein. Man sieht, wie spannend das die Liga ist, wie stark das Mannschaften sind, auch vom Tirol oder Südtirol beziehungsweise. Und ja, ich meine, ein Drehbuch hätte nicht besser sein können.